Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Produkt des Monats und sind gespannt, was Samuel uns heute vorstellt. Hallo Steffi, heute habe ich euch unsere Schnappverschlüsse mitgebracht. Du findest die Produkte an Klappen, Hauben, Türen und Schubladen. Das sind dann alltagstaugliche Produkte, finde ich die auch daheim? Im Alltag findest du die Produkte zum Beispiel in Wohnwagen, Monoblinen oder Flugzeugen. Ansonsten kommen sie in der Industrie zum Einsatz, zum Beispiel in der Medizintechnik oder auch im allgemeinen Maschinen- und Gerätebau. Und wie funktionieren die Schnappverschlüsse? Ja, wir haben hier vier unterschiedliche Ausführungen der Schnappverschlüsse. Hier die erste Variante mit klappbarem Griff. Hier wurde der Schnappverschluss einfach durch Ziehen am Griff geöffnet und dadurch lässt sich die Schublade oder Türe öffnen. Zum Verschließen einfach wieder den Griff loslassen und die Schublade zudrücken. Okay. Ein weiterer Vorteil ist hier der bündige Einbau. Also hier? Genau, habe ich keine Störkonturen und einen bündigen Einbau. Für mehr Sicherheit gibt es den Schnappverschluss auch noch in einer abschließbaren Version mit Schlüssel. Okay, gut. Die nächste Variante, die ich dir mitgebracht habe, sind unsere Schnappverschlüsse mit Knopf. Hier muss zum Öffnen der Türe erst der Knopf gedrückt werden und anschließend lässt sich einfach über den Schnappverschluss mit Ziehen die Schublade oder Türe öffnen. Okay, ja. Hört sich interessant an. Und dann gibt es auch die Variante mit drehbarem Knopf, habe ich gehört. Genau, die Variante mit drehbarem Knopf hast du vor dir liegen. Mhm. Hier muss zusätzlich als erstes auch wieder der Knopf gedrückt werden. Und dann muss hier noch der Knopf gedreht werden, damit die Türe oder Schublade geöffnet werden kann. Zum Schließen dann einfach wieder die Schublade zudrücken und den Knopf nach innen drücken. Somit habe ich auch wieder keine Störkonturen und einen windigen Einbau. Okay, interessant. Und dann gibt es noch die einraschbare Variante, also einen einraschbaren Schnappverschluss mit Griff. Wie funktioniert der? Genau, die einraschbare Variante. Hierzu muss einfach der Schnappverschluss nach hinten geschoben werden und gezogen werden. Dadurch lässt sich dann die Klappe oder Türe öffnen. Zum Verschließen einfach wieder zudrücken und mit der integrierten Feder friegelt der Schnappverschluss dann automatisch. Okay. Ja, das sind ganz schön viele Varianten in unterschiedlichsten Ausführungen. Alle Animationen dazu findet ihr auf unserer Website. Ich sage danke Samuel und wir sehen uns wieder mit einem neuen Produkt des Monats.